Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roman Total War 2 mit Sparta. Wir haben uns schon ein bisschen ausgebreitet, also Richtung Italien und ein bisschen in Kleinasien. Und haben schon, also hier eine gute Knautschzone. Und hier eine gute Knautschzone. Also wenn irgendwie Partien uns angreift, dann ja, habe ich hier noch eine kleine Sicherheit. Der komplette Süden ist unser Feind, das ist überhaupt kein Problem. Hier die Lutianer werden auch ein lustiger Feind. Die sind auch schon ziemlich groß geworden. Die Massilia, also Massilia ist ein bisschen klein. Im Kontrast, also oder im also im ne? Hier beim Makedonien Let's Play. Ja, sind die ja sehr groß. Also das ist dann genau das Gegenteil davon. Was auch spannend ist, also ja. Let's go. Dann schauen wir mal, was die nächste Runde so alles machen. Friedens. Götter zeigen ihren Unmut. Nö, finde ich nicht. Ich will die letzte Insel noch haben. Mal schauen, wann, also ich weiß nicht ganz genau, wann das Let's Play von Jake und mir weitergeht. Also das Sparta gegen Seleukiden. Oh man, schon wieder. Hero. Ist gestorben. Genau, Sparta gegen Seleukiden. Da müssen wir mal schauen, wann wir wieder Zeit haben, uns zusammen zu hocken, weil, naja, beide arbeiten halt. Also ich bin selbstständig und der Jake ist in der Ausbildung. Und klar, in der Ausbildung hat man immer ein bisschen mehr Zeit. Aber er ist halt in der Gastronomie und da ist es nicht immer mehr Zeit, ne? Da hat er halt auch Wochenendsarbeit und so weiter. Genau. So, dann tocke ich mal dahin. Mit dem schnabuliere ich mal Richtung Süden. Die letzte Mauer. Ja, Pater. Da muss ich mal schauen, wann ich gegen die zu Felde ziehe. Aber ich würde sagen, relativ bald, weil so lange kann ich drei Armeen auch nicht an einer Stelle halten, die ich nicht benutzen kann. Also hier habe ich zwei. Also die da, die königliche Garde wird dann Lily Bayon und dann die beiden, Inseln angreifen. Ich bin mal sehr gespannt, was Rom noch alles schafft oder schaffen kann. Oh, den könnte ich sogar... Ja, die drei haben schon Agenten. Aber den könnte ich so ausbilden, dass er mal, dass er für eine Armee gut ist. Hier, das da. Dann wird er eine Armee dann begleiten. Hier mache ich mal auch die Nachtkämpfe. Dann, genau, Welt der Wunder, Vesuv. Genau, den habe ich jetzt. Erzählung erobert, Olivenöl haben wir jetzt. Das macht uns natürlich attraktiver für Handel. Aber ja.
An sich vom Einkommen her haben wir auch überhaupt keine Probleme. Also wir haben jetzt 14.000 Einkommen. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Nee, trotzdem nicht. Trotzdem nicht. Der ist, glaube ich, nur noch da, oder? Ich meine, Ägypten hat... Wollt ihr herumsitzen wie ein alter Mann im Schatten, bis der Feind euch die Kehle zuschnürt? Ja. Oder seid ihr ein Krieger? Die Chimäre. Aber was will ich da oben? Nee. Nee, das... Ankus ist erwachsen. Versuchter Bestechungsding, bla. Das ist gut. Das ist doch mal fein. Zu euren Diensten. So, hier brauche ich eine zweite Armee. Aber eher später. So. Passt alles. Das passt alles. So. Ah, das ist es gar nicht, aber hier kann ich das da machen. Dann mache ich das da, hier das da, hier das da, hier das da. Lily Bayon bietet sich gerade an, dass ich das hier mache, damit die Garnison hier groß wird. Syrakus ist ein bisschen weiter weg, da kann ich noch besser reagieren. Also wenn ich halt sehe, dass von Karthago oder also ja von der Stadt Karthago der Flotte kommt und nicht dahin geht, sondern nach Syrakus geht, dann kann ich da noch reagieren. Ich erwarte eure Befehle. Die Siedlung wird belagert. So, dann belagere ich Rom. Und der kommt mal auch hier runter. Okay, Syrakus hat das, als ob ich das nicht gewinne. Ich meine, ich brauche mit denen eigentlich, ja, egal. Aber ich zeige euch mal, wie man das auch gewinnen kann. So. Also an sich ist es total easy. Mit denen, ja, landet man. Aber Regen ist gerade unpraktisch. Ich brauche brennende Geschosse. So. Mit den Nahkampfschiffen landet man. Und mit den Artillerieschiffen wird dann geschossen. Einsatzbereit! Erwarten eure Befehle! Bereit, willig und fähig!
Schiffe warten! Lasst sie euren Stahl schmecken! Bemannt und bereit! Eure Befehle! Jawohl! Bemannt und bereit! So, bitte wieder zurück. Schiffe bereit zum Schiffe zu! Ich erwarte eure Befehle! Eines unserer Schiffe wird geentert. Wir erwarten eure Befehle. Bereit, willig, bereit, willig und fähig. So, und jetzt schicke ich die mal hier hin. So, und dann von hier aus werde ich dann schön auf die hier schießen und ja, einfach töten. Schön auf die Kriegselefanten, damit die rumoren und hier alles töten. Der schießt irgendwie nicht, ne? Ich werde mal alle auf die Elefanten schicken. Aber nee, ich schon rumort ein bisschen. Dass die nicht wanken, ist echt lustig. Ach, da ist immer noch einer. Da sind immer noch zwei drin. Okay. Ich bin überrascht. So. Ja, wir schießen mal. Ah, ja, jetzt wanken die. Oder machen. Leinen Panzer picken hier.
So, ich glaube jetzt langsam. Und ich stelle die mal alle so auf. Ja, wobei. So. Und wenn die aufgestellt sind, dann werde ich mit denen, mit den Nahkämpfern landen. Weil dann kann ich alle auf einen Haufen machen. Und dann habe ich die größtmöglichen Schaden auf einen Fleck. Genau. Kämpfen die eigentlich immer noch? Alter, die rammen sich gegenseitig zu Tode. Die jetzt bitte rauskommen. Der kämpft anscheinend immer noch. Was ist denn da los? Lustig, er hat zugebackt. Ach krass, da sind ja voll viele. Ciao! So, aber jetzt kommen alle raus. Unser General wird angegriffen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Und wer? Der da. Dann kommt da auch noch raus. Die Pikiniere. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, schön hier drauf. Der hat auch keine Munition mehr. Der hat noch Munition.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. General! Verstanden! Sportoro. Bereit zum Einsatz! Speere, bereit! Durchbrecht die Linie! Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Nein! Befehle? Zu Befehl! Hm. Ich kann hier nicht landen, schauen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, du gehst noch da, du gehst noch da, du gehst noch da, du musst nicht mehr schießen. Nicht mehr schießen, Jungs. Meine Güte, seid ihr behindert? Schießt mal da hinten hin. Artillerie, erwartet eure Befehle! General! Ja, die sind einfach so Idioten. Ihr könnt mal auch einfach landen. Dadam. So, das war's. Knapper Sieg. Naja, knapp war das jetzt eigentlich nicht. So. Sehr schön, jetzt haben wir da auch Glas. Der bekommt aber nichts. Da haben wir jetzt Glas, okay. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir noch, was die KI macht. Und dann war's das auch schon für diese Folge. Im Namen des allwissenden Pharaos bitte ich demütigst darum, Schutzbündnis, dass wir heute ein bleibendes Abkommen schließen. Wieso ihr Klientelkönigtum beenden? Der hat das doch gar nicht. Aber nee, Schutzbündnis mache ich nicht. Militärbündnis schon eher. Da können wir ein bisschen friedlicher spielen. Die erwarten von mir, dass ich 7000 zahle, damit ich sie nicht angreifen darf. Mhm. Nö. Elendsfeld, was?
Was? Wieso? Das ist ja dämlich. Da mache ich das einmal nicht. Und schon bam. Hm. Naja, egal. Naja, egal. So. Sieht hier aus. Schon gar nicht so schlecht. Ich warte noch eine Runde und dann mache ich das. Gut. Ja, aber das werden wir dann in die nächste Folge machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye. We'll be right back.